Willkommen zurück zu Let's Platoon 2 Octo Expansion. Heute werden wir vielleicht sogar zum dritten Dingsbums kommen. Das wäre ziemlich cool, aber erstmal gibt es was Neues im Chatlog. Was haben wir wieder so geschrieben, während ich weg war? Boah, warum braucht Marina so ewig? Da fällt mir ein, wir können zwar acht über die Kamera im Auge behalten, aber ihr könnt uns gar nicht sehen, oder Opi? Das ist korrekt, okay. Okay, dann nur zwischen uns. Marina ist ein bisschen komisch. Erstmal ist sie abartig groß und außerdem weiß sie viel zu viel über Maschinen. Sie hat sogar ganz allein eine ganze Arena zusammengebastelt, komplett mit schwebenden Felsen und allem, was dazugehört. Verrückt, oder? Schwebende Felsen, das ist Doktorianer-Technologie. Hä, was ein Doktorianer? Die Doktorianer halt. Ach, die Typen, die den großen Rivierkrieg vor 100 Jahren verloren haben und jetzt irgendwo weit weg leben, von denen haben wir in der Schule gehört. Moment mal, soll das heißen, dass Marina eine von diesen Doktorianern ist? Ich sehe mal in meinem streng geheimen Aufzeichnungen über Doktorianer nach. Marina Ida. Was? Sie ist eine Doktorianerin? Naja, ernsthaft, das weiß auch jeder, dass sie ein Octoling ist, oder? Ich meine, das sieht man in den Haaren und so. Ja, trotzdem cool, dass es jetzt hier auch bestätigt wurde. Verfahren 83, Octoling-Ingenieurin. Aufenthaltsort unbekannt. Übersicht, 6 Jahre, Beginn der Grundausbildung in der Klippergarnison. 9 Jahre, Abschluss des fortgeschrittenen Programms nach Überspringen mehrerer Klassen. 10 Jahre, Mitentwicklung des Octofluters, eines vorautomatischen Wegputzsystems. 13 Jahre, Eintritt in die Klippergarnison Spezialgebiet. Octobot-Bewaffnung, okay. 16 Jahre, Abkommandierung zu DJ Octarius Wasabi Nachschubeinheit. Im selben Jahr Kontakt mit Musikstück Calamari Incarnation der neuen Aquamarine. Zitat, der fantastische Groove hat meine Seele berührt, seitdem abgetaucht, okay. Marina Ida, mit der Entwicklung des Octofluters. Die sind nicht ohne, die haben Nummer 3 mehrfach erwischt. Das haben sie. Was, echt? Die bringen meine Tinte zum Kochen. Uns haben sie beigebracht, dass Octarianer gewissenhaft und intelligent sind. Das passt bei Marina wie der Saugnapf aufs Auge. Das sind Eigenschaften der Octarianer, ja. In ihren Arenen gibt es Fallen und Stellen, an denen man schwebt und so. Sowas sieht man sonst nirgends. So 1 Milliarde % Octarianer-Technologie. Na sowas, Marina ist Octarianer. Hey, aber sie sagt auch, dass der Crew von Calamari Incarnation ihre Seele berührt hat. Wer diesen Song mag, kann nicht mein Feind sein. Genau, vielleicht hat sie mal ein klein wenig zu den Bösen gehört, aber das ist ja nicht die Marina, die wie ich sie jetzt kenne, klar? Ich danke dir für diesen Einblick. Jetzt pass mal auf, Opi. Wenn ihr Marina mal über den Weg läuft, komm ja nicht irgendwie komisch. Habe ich mich da klar ausgedrückt? Zu Befehl. Also dann, Nummer 8. Weiter geht's. Das war sehr viel zum Vorlesen. Boah. Okay. Weiter geht's da. Sind die beiden coolen Souvenirs? Kann man die auch anschauen? Kann man. Oh, wie cool ist das denn? Mega nice. Schon mal unten rechts bin sogar ich. Kann sogar ranzoomen. Okay, sehr cool. Damen-Salmoniden-Dings, Rackzack. Octo-Stamp. Mega nice. Weiter geht's. Mit dem Level hier. Nur ja, nichts verpassen. Panorama-Plattform. Oh Gott, wieder sowas mit Ballons abschießen. Wahrscheinlich schon, oder? Ja, ich sehe es schon kommen. Mit dem Konzentrator, okay. Auf Plattformen. Gab es einen Platscher zur Auswahl, dann würde ich nämlich den nehmen. Nein, nee, doch nicht. Ich lasse ja wieder auf diesen Dingsplattformen. Nice. Okay, bisher ist noch ganz gut machbar. Alter. Hey, was? Hey, was? Da unten. Ach, das kann nicht sein, wirklich. Richtig fies. Und die creepy Musik wieder. Die so ein bisschen grünlich klingt, aber irgendwie auch ein bisschen creepy ist. Ich mag die irgendwie. Ich kann meinen Pfeil immer drauf zeigen. So, das. Erstmal unten. Und. Perfekt. Nicht geil, aber egal.
War nice. Boah, ist echt schwer, da keinen zu übersehen. Vor allem sowas ist mal sehr sozial. Jetzt? Nein! Och, komm schon. Noch drei wären es gewesen. Und immer von Anfang an. Boah, die Level sind immer echt die schlimmsten. Aber wenn sie cool sind. Aber okay. Alles klar. Und jetzt die beiden hier drüben. Und kurz weiter. Perfekt. Sehr schön. Das war knapp. Jetzt noch drei. Eins, zwei und drei. Sehr, sehr schön. Cooles Level. Sehr schwer. Aber gut machbar. Oh, lol. Wer heißt denn nochmal? Anemona oder so? Ja, war nice. Jetzt kommen wohl die ganzen Charakter, Captain Coolfish und so wahrscheinlich. Ja, nice. Die ganzen Ladenbesitzer und so. Wen gab's hier? Ah, Marina. Hier Perla, oder? Ja, okay. Alles klar. Fallerei, Fallera. Stempitz. Stempitz, okay. Oh, ja. Der Name macht ja alle Ehre. Oh Gott, das kann was werden. Was sind das eigentlich für Gegner? Ah, das sind die Dings-Dinger. Ja, perfekt, gut beschrieben. Stampfer. Ja, cool. Kann man jetzt keine Hut benutzen? Ich will es mir ausprobieren. Naja, nicht wirklich das Katapult, aber ja, kann man so sagen. Oh, muss mich jetzt hier beeilen. Oh, ja, anscheinend schon. Okay, nice. Jetzt schnell. Nice. Boah, diese Telefon-Dinge hier. Die so rumfliegen. Krass. Weiter geht's. Ein Kampf gegen einen. Kann man nicht killen, oder? Oder kann man den jetzt killen zum ersten Mal? Nee. Der ist so ziemlich lang. Boah. Und, oh Gott. Dann mal los. Das sieht krank aus. Jetzt anschauen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Werden wir gleich noch rausfinden. Okay. Das kannst du. Ah. Boah. Alles schon mal einfärben kann der auf jeden Fall. Ah. Nice. Sehr cool. Unerwartet, aber richtig geil. Sehr schönes Level. Hat übelst Bock gemacht. Auch coole Idee mit den Riesenstempeln. Ah, wie heißt der? Yoku, oder? Ah, ich bin gut. Ich kenne den ganzen Namen.
Sehr schön. Ah, das war sogar ein Übergangslevel. Krass. Sei bloß schnell. Ballon Boulevard. Oh Gott, schnell sein. Fände ich wieder Ballons abschießen, oder? Wahrscheinlich schon. Mit dem Kleckser? Okay. Mal schauen, wie wir Ballons abschießen müssen. Und wie viele? 50. Oh Gott, ein ganzes Level. Ein bisschen erinnere mich das gerade an. Die Dings immer. Schriftrollen. Und aus dem Story-Modus. Boah. Aber es ist machbar. Hä, wo? Da hinten? Okay, oh. Abtroffen. Ich glaube, ich habe Schweren. Aber wenn ich es auch schaffe, dann beschreibe ich natürlich nicht. Toll. Verdammt. Verdammt. Geil. Ich habe viel zu viel Glück. So lächerlich gewonnen. Aber ich... Alles gut. Ich nehme das Glück gerne an. Oh, RHD. Also merke ich, die Level werden jetzt immer krasser. Boah. Was? Es gibt was Neues im Chatlog. Schau rein, wenn du Zeit hast. Alles klar. Okay. Digital M Rina ist wieder da. Okay, da bin ich wieder. Jo, willkommen zurück. Wo hast du denn gesteckt? Tut mir leid, ich habe mich zu Hause etwas ausgeruht. Willkommen zurück, junge Dame. Oh, tut mir leid, der Hintfisch ist aus dem Sack. Er hat geheime Aufzeichnungen und all sowas angeschleppt. Tut mir leid, Marina. Das war meine Schuld. Ich wollte nicht, dass jemand in deiner Vergangenheit herumstochert. Bin ich... Opi hier hat gegen die Octarianer gekämpft und... Kein Freund klassischer Musik kann mein Feind sein. Siehst du, alles im grünen Bereich. Kein Freund klassischer Musik kann man... Ja, also bin ich... Ich meine... Ich hab dich eh immer für einen Tintenfisch gehalten. Also ist es jetzt auch egal, wenn es sich herausstellt, dass du Octarianer bist, oder? Heißt das, dass ich willkommen bin? Was ist das denn für eine dumme Frage? Klar bist du das. Okay, danke. Jetzt komm schon, fang mir nicht an zu heulen. Nummer 8 ist auch Octarianer, aber mag auch tintenfische Musik. Ich habe mir noch gedacht, dass ich irgendwie ähnlich aussieht, Marina. Ich habe es sofort gemerkt. Mir war gleich klar, dass die Seele von Nummer 8 von derselben Musik berührt wurde wie meine. Wir sind Octarianer, die nur frei unter den Inklingen leben wollen. Dann ist das nur ein Grund, mehr zusammenzuarbeiten. Alles klar, wir versuchen, dir irgendwie zu helfen. Nummer 8, mach du mit den Herausforderungen weiter. Verdröht, okay. Du musst es nicht in den Chat tippen, wenn du dir die Nase putzt. Also, hört sich wirklich so an, wenn sich die Nase schneuzt? Ich würde eher so, also ein Krrr oder so schreiben, aber nicht als verdröht oder so. Das klingt eher, als ob sie jetzt feiern würde. Naja, ja, egal, dass es angenommen wurde. Ja, egal, ja. Quantität gegen Qualität. Potzlitz. Let's go. Turboblaster und Lexbombe. Okay. Oh, wieder mit Schnalzbändern. Sieh alle Gegner und arbeite dich zum Ziel vor. Ah, meine Rüstung war kaputt. Hab ich gar nicht gemerkt. Hast du besiege Gegner? Ach, ich muss eigentlich alle besiegen. Wieder verlesen, perfekt. Ja, dann mal los, würde ich sagen. Okay, gut, keine gute Idee. Okay, also durchrushen ist nix und... ja, dann gibt's eigentlich nur eine Möglichkeit. Schön hinten bleiben und alle schön zu schießen. Alle schön in der Reihe nach. Die fliegen sogar. Aber cool. Der kam mir gerade ein bisschen zu nah, war alles gut. So. Also weiter geht es. Ist ziemlich lustig, das Level. Gefällt mir.
Aber wenn es jetzt mal mehr werden, dann 4, 5, 20, 100.000. Das wird auch lustig. Alter, hör doch auszuweichen. Das war gar nicht. Ah, es gibt zwei davon. Ah, das ist klar. Oh, das ist ein Tintenfischbombe, oder? Nee, doch nicht. Ja, doch, ist es. Also, ja, also ich habe mich versprochen. Ich meine, das ist so. Ich dachte, also, ja, egal. Ich dachte, das wäre ein Dings gewesen. Ein, wie heißt es, der halt so Schwarmraketen schießt? Aber nee. Octolinge wahrscheinlich, oder? Nein. Ein UFO, das Bomben fallen lässt. Warum auch nicht? Oh Gott, ich lasse gerade ein bisschen zu viele spawnen. Ja. Waren zu viele. Alter, wo kommst du her? Schön Abstand halten hier, bitte. Und du erst recht. Weg mit dir. Hallo. Hallo. Oh. Alter. Das sieht aus, als wäre so illegal eigentlich. Für mich. Ah, lol. Oh, hier gibt es die Surfschienen rum. Ja, das gefällt mir. Finde ich ziemlich gut. Jetzt übertreiben es, aber ich hätte, glaube ich, im Float, also im Float, heißt im Float drin bleiben sollen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann weg hier. Ich kann hier einfach weg. Das wird wohl erstmal nix. Oh. Oh, gut. Geiles Level. Vor allem das Ende war jetzt sehr wild. Aber ich habe es ganz gut gelöst. Einfach, egal, nicht alle Gegner killen. Einfach schauen, dass du einfach irgendwie rauskommst. Er heißt Bisk oder so, glaube ich. Bin ja mir nicht ganz sicher. Oder Birk, Bisk, ich glaube Bisk heißt er. Alles klar, noch eine Bild, dann kommen wir zum Dingsbums. Eine falsche Kiste und aus. Skulpturenpark. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Ah, was will ich jetzt nachbauen? Das da links steht. In dem Quetscher, okay. Da habe ich ein Video angeschaut, der ist ziemlich gut anscheinend. Immer einzeln. Oh. Okay, erstmal ein kleines Video. Also dann sieh mal zu, dass du den rechten Stapel wie die Vorgabe links aussehen lässt. Okay. Wenn man nämlich einmal drückt, schießt man sehr weit. Und zwar richtig weit. Wenn man gedrückt hält, dann schießt man nicht mehr so weit. Und ich glaube, der Schuss macht sogar mehr Schaden irgendwie. Also, ist auch gut zum Killen irgendwie. Sehr interessant auf jeden Fall. So. Werde ich mal ganz kurz zum Künstler und mach mal kurz hier ein schönes kleines Hündchen draus. Da ist ein Schalter oben drauf. Hm. Ja. Ja. Oh, so, auf einmal, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. So, mach mal die Fresse von dem Ding. So, zack, 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 zapp, zapp, zapp. So, wunderschön. Und nochmal, okay. Ich weiß auch, wir haben so eine Katze. Ich dachte, das ist eine Katze. Auch mal in der Schule gebastelt aus Holz. Das ist quasi genau das Gleiche, also müsste ich eigentlich mich da auskennen. Da hat ein Freund von mir damals der Katze den Schwanz abgeschnitten, aus Versehen und... Ne, den Kopf war's. Ich hab den Schwanz abgeschnitten, stimmt. Oh Gott. Bisschen lost war mir da, aber... Oh. Ja, perfekt. War jetzt, wenn nicht der Kopf, aber... Teil vom Rücken. Ja, alles von vorne wieder. Ja, aber ich weiß ja jetzt wie. Die Füße sind ganz vorne, oder? Ja. Bleib ruhig, konzentrier dich auf deine Dings... Ja, ja, mach ich doch. Ich bin ruhig, das ist ja... Ruhig ist mein zweiter Vorname. Ich habe kurz Panik bekommen, dass es das Ohr war. Aber alles gut. Ich weiß ja, was ich tue. Okay. Dann mal hoch. Auf das kleine Kätzchen drauf. Komme ich da drauf? Ja, komme ich. Okay, er hat hier so einen kleinen Knicks in der... im Magen. Mein Beileid. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes.
Und da sind noch zwei Knickse drin. Oh, jetzt habe ich Bock, das Ding zu sprengen, nur wegen Perla. Och, ich... nein, ich will irgendwie. Aber ich darf nicht. Obwohl es schon ziemlich funny wäre. So, wie mache ich den Schwanz davon? Ah, so, also eins noch eins tiefer. Ist da auch noch weg, okay. Jetzt noch die Probacken schön formen, oder? Zack und zack. Ah, wunderschön, oder? Ein Meisterwerk. Bravo, nächstes wir hin zum Ziel. Darf ich es jetzt sprengen? Na doch, komm, ich bewundere das mal ganz kurz. Süß. Darf ich es jetzt sprengen? Ich habe Angst irgendwie. Ja, komm. Und geschafft. Oh Mann, das war mal wieder was. Aber naja, war auch ganz lustig. Nur wegen Perla, wirklich. Perla ist vielleicht ein Einfluss für mich. Eieiei. Und wir kriegen, oh, Shrimpson, sehr schön. Ich mag ihn. Alles klar. Dann können wir jetzt zum Dingsbums. Oh, es gibt noch was Neues im Chatlogger da. Jetzt schreien die aber richtig viel. Chat 8. Ich gehe jetzt. Oha. Du hast wieder die Feststelltaste drin, Opi. Ich gehe jetzt. Hey, du hast sie gefunden. DJ Emrina hat sich darum betreten. Na, was läuft, Perla? Ich versuche, dem alten Tintenfisch neue Tricks beizubringen. Opi hat bis eben noch in Großbuchstaben getippt. Ich glaube, du hast ein Talent dafür, dort Dinge beizubringen. Wer, ich? Wie mache ich diese Noten? Drück auf das lachende Gesicht, um die Emojis anzuzeigen. Da musst du die dann irgendwo finden. Weißt du noch, als ich gerade an die Oberfläche gekommen war und ich konnte die Irrlingssprache so gut wie gar nicht? Aber du hast mir alles beigebracht, Perla. Oh ja, das weiß ich noch. Du hast nur eine Handvoll Worte gekannt, als wir uns auf dem Berg Krakus das erste Mal begegnet sind. Ja, Karl Kudelfisch freut sich gerade richtig. Ja, ich bin eine Woche lang jeden Tag dorthin und habe auf dich gewartet. Ja, wir haben gerade ein paar Sprechübungen zum Aufwärmen gemacht. Da sagst du so, lass uns zusammen eine Band gründen. Das war schon ein bisschen unheimlich. Tut mir leid, aber wenn ich dich damals nicht getroffen hätte, wäre ich heute nicht hier, Perla. Und einmal hast du mir einen Song mitgebracht, den du ganz allein geschrieben hattest. Ich habe den Teil immer noch irgendwo. Momentchen. Ah, da, zack. Oh, App and Flow Demo. Das hören wir uns mal ganz kurz an. Sehr schön. Fand ich übelst geil. Das habe ich ja ewig nicht mehr gehört. Die Demo-Version von App and Flow. Wie mache ich Fragezeichen? Oh, wir haben den Opi ganz vergessen. Das Fragezeichen sollte unten rechts auf dem Keyboard sein. Probier's mal aus. Stichwort Keyboard. Du hast diese Demo auf einem halbranzen Keyboard eingespielt. Aber ich habe direkt gemerkt, dass da ein paar gute Hooklines drin waren. Ich bin dir auf ewig dankbar, dass du mich dein Studio bei dir zu Hause hast benutzen lassen. Ja, Kudelfisch übt gerade. Stellt dir auch mal wieder gar nichts. Wir sprechen darüber, wie wir gleich gewusst haben, dass der Song ein Hit ist. Opi, also echt mal. Ich glaube, er übt nur seine Fragezeichen. Oh, mein Fehler. Ich weiß auch, als ich das erstmal hab rappen hören, Wahnsinn, die Reime kamen ganz locker im Offbeat und die Triolen haben sich so lässig angefühlt. Hey, was? Keine Ahnung, was du meinst. Ich lass mich einfach vom Flow tragen. Karl Kudelfisch übt immer noch. Sie ist der DJ und ich rappe, Opi. Das ist doch gar nicht so schwer. Ich glaube, er übt immer noch. Ja, der arme Karl Kudelfisch. Will nur üben, wird fertig gemacht. Okay, noch drei Level gibt es hier anscheinend. Dann haben wir hier die schwarze Linie auch komplett. Aber erstmal das dritte Dingsbums. Jetzt bin ich aber gespannt, was es sein wird. So. Was regelt man jetzt im Kampf? Gar nicht. Okay, gut. Und bam. Okay, das sieht gar nicht gut aus, aber wenn wir so ins Land der Heizung kommen, also an die Oberfläche, nehme ich es auch gerne mit.
Das geile Musik wieder. Sehr schön. Und der coole Ladescreen auch, oder? Da ist er. Sieht schon cool aus. Wie so eine kleine Krone für die Bahn irgendwie. Glückwunsch, du hast das dritte Dingsbums gefunden. Nur noch eines und du kannst ins Land der Verheißung. Ich glaube an dich. Yay. Warum haben wir Nummer 3 noch nicht gefunden? Ich soll der Poster aufhängen. Genau das mache ich. Moment. Na, wie ist das? Exaktes Abbild, oder? Naja, nee, nicht wirklich. Und wie ist das? Ja. Genau, das ist doch schon besser. Was haben wir denn noch? Oh, jetzt müssen wir... Oh Gott, wie habe ich damals gemacht? Also, ich habe gerade das Video offen. Das heißt, ich kann auf einem anderen Bildschirm gerade sehen. Okay, Hautfarbe habe ich genommen. Die hier. Augenfarbe habe ich genommen. Was? Ja, das könnte hinkommen. Fällt dir noch etwas ein? Augenfarbe. Die ganz dunklen anscheinend. Und darunter schreiben wir, haben Sie diesen Jungen gesehen? Ohne jeden Zweifel, definitiv. So, ich bin fertig. Perfekt. Noch kurz nützlich gemacht. Wenn ich es hier aufhänge, sollte man es gut sehen können. Wunderschön. Sehr cool. Kann man mit ihm reden? Nee, kann man nicht. Alles klar. Wir müssen nur warten, bis wir angerufen werden. Okay. Ja, sehr nice. Dann wissen wir jetzt, also was wissen die anderen jetzt, wie heißt, also die, wo wir vorbeikommen, wie Nummer 3 aussieht. Ich hoffe, es bringt was. So. Mal schauen. Boah, schon echt viel geschafft. Krass. Weiter geht's hier. Boing, 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 Flummingen. Okay. Oh, okay. Ich zum Rumspringen und ich sehe schon zum Ranziehen auch. Mit einem Leben. Ja, komm, first try, bitte. Springe und schieße auf den Weg zum Ziel. Okay. Schade. Da wieder rauf. Ah, da. So. Und nochmal. Ups. Bisschen knapp, aber geklappt. Sehr nice. Da oben war es. Okay. Und. Sehr schön. Hm, ich denke, es ist kein langes Level. Aber das müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht verrecken. Weil wir nur ein Leben haben. Okay. Aber jetzt, hier machen wir uns, oder? Hier. Ah, ne, hier. Alles klar. Da hinten. Boah, ich will nicht runterfallen. Boah, nee. Oh, gut getroffen. Sehr schön. Okay, sehr viel bei uns, oder? Ja. Und jetzt alle Schalter aktivieren. Ja, wow, ich bin mitten bei den Dings dabei. Ich kann so ein bisschen mich rumdrehen. Komm, treffen. Nice. Und doch einmal, oder? Schon mal schauen. Ja. Und zack. So, und jetzt? Ah, jetzt kommt's runter. Ich muss jetzt da hochspringen. Boah, wird immer riskanter jetzt mit der Zeit. Aber geschafft. Da hoch. Okay, nice. Okay, da müssen wir hin. Uiuiui, das kann was werden. Das war verdammt knapp. Hä? Schon wieder aktiviert. Ja, nee, nix da. Alles klar. Ah, wie heißt er auf Deutsch? Ich weiß den englischen Namen. Sid. Stimmt, Sid. Nice. Da würde ich sagen,
Machen wir nächste Folge weiter. Dort werden wir die wahrscheinlich letzte, oder? Ist die letzte schon? Oder die vorletzte Linie freischalten. Bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal.